was geht und willkommen zu einem neuen Video. Komm bitte schön, Bro. Komm. Gib mir das. Darkness, my old friend. Hallo, herzlich willkommen zu dem neuen Video von Jonas. Mein Name ist Kaya Schalks und das ist Jonas. Wir drehen heute ein Video zusammen. Es wird voll cool. Liked und subscribe. Es ging mir aber vor allem Folgendes. Das hier wäre der falsche Move, weil wir sind keine Freunde mehr, sondern wir sind mittlerweile mehr. Also jedenfalls ist das hier so eine Art, das ist eine Art Beziehungs-FAQ. Wir wollen ein bisschen über unsere Beziehung reden. Ah, ja. Ihr wisst gar nicht, ihr seht nur eine hässliche Wand und zwei hässliche Leute vor dieser hässlichen Wand. Wir sehen hinten das Meer, wir sehen einen Garten, wir sehen das Leben, wir sehen Freude. Vor allem spürt ihr nicht das, was wir hier spüren. Es ist wirklich ein Knistern, es sind diese Schmetterlinge in unserem Bauch, Hummeln in unserem Hintern. Also eigentlich kratzt uns einfach nur unser ganzer Körper. Ja, wir sind voller Mückenstiche wirklich. Und so wir versuchen auch die immer beim anderen aufzukratzen. Ey, hör auf, er kratzt die ganze Zeit wie ein Psycho meinen Mückenstich. Es ist so lustig. Schlimm. Und danach macht er seine Spucke drauf, damit es nicht mehr so doll kratzt. Okay, das ist nicht wahr. Das hat sich das einfach nur ausgedacht. Das ist halt, ihr wisst, dass es wahr ist. So, die Fresse halten auch mal, die geben Kraft aufs Maul. Übrigens, euer Lieblingsduo ist wieder am Start. Ja. Euer Lieblingsduo ist wieder da. Hallo! Weil ihr uns so zusammen liebt. Nein, Spaß. Wir eigentlich. Ja, warte mal, das ist ein Lebensstich. Das ist kein Mückenstich. Wir werden Beziehungsfragen hier beantworten zu unserer Beziehung. Vorher möchte ich aber ganz kurz sagen, wir sind natürlich zusammen bei einem Projekt und zwar heißt es ganz Utopia. Wir ziehen unter eine Kuppel, also es ist eine große Glaskuppel. Wir ziehen dafür insgesamt 99 Stunden drunter, das sind 5 Tage. Wir müssen da leben, da ist Kylo dabei, ich bin dabei, Sam Wood ist dabei, noch einige andere coole Special-Gäste. Ihr müsst euch den Livestream reinziehen, ich verlinke euch unten mal was. Guckt da mal vorbei, 30.09. wie gesagt, ist Einzug. Ich bin sehr gespannt, was da passiert in der Zeit. Wenn wir beide unter einer Kuppel, vor allem, das Ding ist, wir sind in einem Raum. Es gibt einen Schlafraum. Also eigentlich ist die ganze Kuppel ein Raum nur. Ja, das ist ein großer Raum. Wieso spielst du doch diesen Schlafraum an? Ja, weil ich oft furze, danach zu deinem Raum. Oh, wow. Ich hab gerade voll den erotischen Gesicht. Ja, mach weiter. Nee, egal. Ah, geil. Ja, und was machen wir jetzt für ein Video? Ah, genau. Du musst aber deine Kopfhörer. Das ist so ein bisschen Earpods-Challenge-mäßig. Ich stell dir eine Frage zu unserer Daddy, Beziehung. Kannst du mir Airpods holen? Kriegst du nach dem Video. Danke. Wir machen weiter mit dem Video. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen zu unserer Beziehung. Ich höre ganz laut Musik und beantworte einfach das, was ich denke. Was genau, das, was sie denkt. Ja. Habt ihr es verstanden, Leute? Hast du es verstanden? Ja. Wir haben es alle verstanden. Ganz verstanden. Irgendwie mag ich es nicht, dass es hier so zwischen uns ist. Ja, ich auch nicht. Ich schaffe es euch körperlich näher aufzubauen. Ja. Oder? Was? Du darfst auch nicht zu laut reden. Nee, nee. Sonst ich rede ungefähr der Lautstärke. Kannst du mich verstehen? Ich höre ein bisschen was, ja. Ist maximale Lautstärke schon? Lautstärke geht nicht höher. Also erste Frage, die ich eher stellen würde, wie geht's dir gerade so? Normal. Wie geht's dir? Unsere Liebe. Schön. Freundschaftlich auf Geschwisterbasis. Ich meinte, wie es dir geht. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ja. Perfekt. Sehr gut. Warte, du musst nicht so tun, als wäre ich ich höre dich nur nicht. Sie ist halt auch dumm. Deswegen, sie ist einfach komplett dumm. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich sage, glaube ich. Hatte gerade gesagt, ich bin dumm. Er ist dumm. Wie lange bist du schon nicht verliebt? Vielleicht bin ich dumm. Ja, nein, das ist keine Option. Nein, wie lange du schon in mich verliebt bist. Wie lange ich in dich verliebt bin? Keine Ahnung, ich kann halt nicht in die Zukunft schauen, ob der Zeitpunkt noch eintrifft, aber bisher ist leider noch nicht geknistert, leider, bei mir. Was gefällt dir besonders an dir? Muss ich erstmal überlegen, wie viel. Vier? 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 Wir wollen 4 Kinder. Also ich hatte dich halt gefragt, was dir besonders an mir gefällt. Oh, wie, ich soll dein Outfit bewerten, ja. Also das, ich muss sagen, die Kette finde ich ein bisschen viel. Außerdem ist das hier Silber. Du brüllst ganz schön. Die Hose ist ganz okay, aber das Oberteil ist auch nicht das Beste. Sie gibt einfach gar keinen. Und die Cap passt nicht wirklich zu dem Ganzen. Also ich hatte dich gefragt, was dir an mir gefällt. Oh, ja, was mir, ich mag Sushi gerne. Aber wir waren noch nie Sushi essen. Okay. Lach nicht! Nimm mich zum Sushi-Essen! An welchem Ort haben wir uns mal kennengelernt? Wo wir uns kennengelernt haben, es war, ich glaube, 2016 zu 17 in irgendeinem Penthouse von YouTubern in der Silvesternacht. Weißt du? Ich muss das Lied umskippen, weil es geht gerade aus. Ja, genau, da haben wir es in der Silvesternacht kennengelernt. Bei welchen YouTubern war das? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, ehrlich gesagt. Es war irgendein Haus von YouTubern. Auf jeden Fall hat da seine Ex uns beide verbunden. Ich habe das ehrlich gesagt wirklich immer noch anders im Kopf. Ich meine, ich habe sie woanders mal getroffen, aber ja. Was war dein Eindruck von unserem ersten Date? Ich habe mich nicht konzentriert. Ja, was war das? Will ich nicht so nah rangehen? Versuchen Lippenlesen zu machen. Was war dein Eindruck bei unserem ersten Date? Ich habe da Eindruck rausgelesen. Eindruck, okay. Also Eindruck auf jeden Fall schon mal. An dem ersten Abend war es ganz okay, da hatte ich nicht wirklich so ein Bild, da habe ich auch nicht viel mit dir geredet, aber... Aber an dem anderen... Für die Musik machst du doll immer. Alles danach, ich fand ihn wirklich sehr, sehr lange unsympathisch, als ich ihn kannte und kennengelernt habe. Ich fand, das sagt sie immer in dem Video, mein Eindruck, nicht. Mein Eindruck war, dass er kurz, so... Wir haben einmal kurz geredet, da vielleicht, aber danach, voll übertrieben. Fandest du nach dem ersten Dreh mich immer unsympathisch? Nach dem ersten Treffen?
Dreh? Ja, fandest du mich da unsympathisch? Hast du das Wort? Das war nicht krass. So ein bisschen so eine. Also, es war nicht so, dass ich dachte, oh, du bist voll cool, sondern ich dachte eher so, naja, nicht so mein Mensch einfach so. Es harmoniert, vibet einfach gar nicht. Von meiner Seite, ich dachte mir so, ich fand dich einfach nicht so sympathisch. Aber jetzt. Ich find's voll gemein, was du sagst in diesem Video. Das wusste ich nämlich gar nicht, dass du mich lange unsympathisch fandest. Ich hab's dir schon mal gesagt, dass ich am Anfang unsympathisch fand. Hör dich so an. Ja, ist doch gar nicht. Jetzt hab ich ihn besser kennengelernt. Jetzt weiß ich, dass er eigentlich wirklich sehr sympathisch ist. Was mich zur nächsten Frage auch schon bringt. Also wann, guck mich bitte an. John wieder. Wann wollen wir Kinder kriegen? Wann wurdest du ein Kind? Wann das Lied endet? Wann wollen wir Kinder kriegen? Wann wollen wir Kinder kriegen? Bisschen deutlicher. Wann wollen wir Kinder kriegen? Wann wollen wir Kinder kriegen? Wenn wir uns irgendwann verlieben sollten und vorhaben, eine Familie zu gründen, können wir Kinder kriegen. Aber vorher wäre es ein bisschen sinnlos. Aber wann ist denn das? Ich habe letztens einen Morph gesehen auf Insta, auf den markierten Beiträgen. Da haben Leute unsere Gesichter gemorpht, als Junge und als Mädchen, wie die aussehen würden. Also Kinder praktisch. Wie sahen die aus? Es war nicht schlecht, also die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Perfekt, nice. Was magst du gar nicht an mir? Oh, welche Namen wir ihnen geben? Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben für Kinder, aber ich glaube nicht, dass er die will. Wie, welche wären das? Jungnamen, ich mag den Namen Pablo. Dann mag ich den Namen. Hör auf, Mann! Willst du mich verarschen? Das ist so scheiße von dir. Das ist so mies, Alter. Mir gefällt der Name Hieronymus. Ja, ich wollte aber, was magst du gar nicht an mir, habe ich gefragt. Was magst du nicht an mir? Oh, das kratzt jetzt so, Mann! Ich hasse dich! Also, was magst du gar nicht an mir? Was ich nicht an dir mag, ist erstmal, dass du meine scheiß Mückenstiche... Kannst du ein bisschen leiser reden? Was ich nicht an dir mag, ist, dass du meine Mückenstiche aufkratzt die ganze Zeit. Außerdem... Du sollst irgendwie mehr riechen. Ich habe das Gefühl, du riechst selten, obwohl du ein eigenes Parfum drin hast. Zum Beispiel jetzt riechst du... Übertriebene Lüge. Sie sagt das immer was voll anderes. Sie sagt immer, dass ich immer zu viel. Jetzt riechst du ja zum Beispiel gar nicht halt. Ich rieche gut, aber du riechst nach gar nichts. Dann finde ich den Style manchmal fragwürdig, aber das ist deine Sache, wenn es dir gefällt. Und es geht dann langsam... Also ich habe schon ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, oh, das ist, ja. Dann... Wir kommen zur nächsten Frage. Darf ich nicht mehr sagen? Nee. Würdest du sagen, wie bin ich im Bett? Nochmal. Wie bin ich im Bett? Ich werde jetzt undeutlich reden, damit du keine Schuss. Wie bin ich im Bett? Gib eine Antwort bitte. Sag nochmal. Wie bin ich im Bett? Wie du im Bett bist? Nein. Ich weiß nicht, wie du Spaß, im Bett doch, bist. Ja, ist die Frage, ist die Frage. Ja? Ja, ich weiß es leider nicht. Leider. Das reicht schon lange. Was macht du? Wie macht das eigentlich? Möchtest du mich heiraten? Aber zeitlich verschoben, oder? Also ja, der Antrag ist für später. Genau, ja. Der Ring ist zu groß, warum holst du keine meiner Größe? Ich dachte, der muss mir passen. Nein, der muss mir doch passen. Da kriege ich keinen. Das ist Jonas' Penisring. So groß ist der Penis. Der passt genau perfekt. Wisst ihr, was ich mich schon immer gefragt habe? Woher der weiß ist halt man? Viel zu riesig. Der passt nicht mal auf Woher weiß man eigentlich, was der Frau passt, wenn man das macht? Oh, du musst einfach einmal ausmessen. Aber ist ja voll auffällig, dann ist ja voll scheiße. Also meine Ringgröße ist eine 54. Schick mir das von WhatsApp bitte nochmal. 54, 52 wäre gut. Also die kleinsten Größen. Falls du den Move irgendwann machen willst. Wir sind schon durch. Wir sind fertig. Finito. Wir sind fertig? Ja. Oh mein Gott, war das laut. Ich glaube, meine Ohren sind langfristig jetzt geschädigt. Du hast auch echt laut gebrüllt. Also normalerweise bin ich ja laut in Videos, aber du hast echt absolut gebrüllt. Also ich fand es sehr unterhaltsam, keiner Scheiks. Jonas Ems. Ich weiß nicht, ob es unterhaltsam war, ich habe nicht viel gehört. Krass, wenn wir eines Tages heiraten, heißt ich einfach Jonas Scheiks. Da wurde ich dann bei Insta dann auch. Jonas Scheiks! Und dann ich meine Bio einfach genau zu dem, was du. Danny Scheiks! Könnte hübsch und lustiger sein, aber immerhin klingt mein Name genug wie. Scheiß. Guck mal meine Insta-Story an von heute. Was bleibt übrig zu sagen, außer. Wir sind bald bei Utopia. Wir sind bald bei Utopia zusammen, genau. Guckt euch das gerne an. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, weil wir. Also, es gibt praktisch. Prinzipiell werden wir jeden Tag so Spiele, Challenges machen, Aufgaben haben, alles Mögliche. Da werden Konzerte sein, Künstler kommen, coole Leute werden eingeladen. Ja. Es wird alles gestreamt, also werdet ihr 24/7 unterhalten, wenn ihr wollt. Das war's auch erstmal. Ganz liebe Grüße. Ja, ganz liebe Grüße. Auch an meine Eltern. Euch auch an meine Eltern. Ey, nein, viele Grüße. Also, sie haben keine Mutter. Sie guckt es wirklich. Also, viele Grüße. Das Essen war jetzt hat sehr gut geschmeckt. Ich kann da immer vorbei. Meine Mom mag ihn sehr. Ich hoffe, das hat sich in diesem Video nicht geändert. Mist, jetzt habe ich Angst, dass ich unsympathisch gewirkt habe. Genau. Wenn was mit meiner Videopersönlichkeit. Ist ziemlich wichtig, was meine Mom von ihm denkt. Okay. Also, okay. Grüße. Bis dann. Tschüss. Ciao.